Wessen Geschichte? Die von 47. Darauf habe ich sehr, sehr lange gewartet. Es ist nicht seine Beerdigung? Doch. Aber in Mississippi haben Sie ihn nicht erwischt? Nein. Wir waren nah dran, aber er entkam. Er wusste, dass wir hinter ihm her sind. Und geriet in Panik. Wo ist er hin? Wohin geht jemand, der noch einmal alles auf eine Karte setzt? Hat sie die Zivilisation wieder 47? Ja, aber ich musste ein paar Sachen erledigen. Diese Einsätze am Ende der Welt haben uns zwar etwas Zeit verschafft, aber die Situation verschlimmert sich zusehends. Wir verlieren immer noch Agenten. Haben Sie Ihre Unterlagen? Gestern. Ich habe die Fotos hier. Mohammed bin Faisal al-Khalifa, sein Wissenschaftler Tariq Abdul Latif und Hendrik Schmutz aus Südafrika. Interessantes Trio. Die DNA-Sache ist beunruhigend. Könnte mit der Gruppe zusammenhängen, die uns ausschalten will. Willkommen in Las Vegas, 47. Ein weißer Rassist namens Hendrik Schmutz aus Südafrika versucht, DNA-Material und Laborberichte an den reichen saudischen Scheich Mohammed bin Faisal al-Khalifa zu verkaufen. Den Auftraggeber des Scheichs kennen wir nicht. Unser Klient möchte den Deal zum Platzen bringen, um den großen Unbekannten aus der Reserve zu locken. Sie haben drei Zielpersonen: den Afrikaner, den Scheich und sein Wissenschaftler, der die Ware überprüfen wird. Wir haben in letzter Zeit sehr viele Agenten verloren, 47. Jede Mission könnte eine Falle sein. Alles klar. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hitman Blood Money hier mit mir. Zock Madness auf der Roof Let's Play Channel. Wir wählen unsere Waffen. Ich muss zugeben, das ist nicht mein erster Versuch in diesem Level. Ich habe hier mit dem sogar jetzt die besten Erfahrungen gemacht, dass ich diesmal gar nicht die Silver Baller mitnehme, sondern einfach das Scharfschützengewehr. Und ja, das nehmen wir einfach mal mit und wir starten auch gleich die Mission. Naja, sagen wir so, das hat sich einfach bis jetzt, war das die Version, mit der es am besten geklappt hat. So, da ist jetzt bloß Timing gefragt, also ich darf mich jetzt nicht irgendwo hier ausruhen oder so. Hendrik Schmutz haben wir hier, das ist ein Deutscher, anscheinend sogar ein Rassist und sogar blond. Alles klar. Und wir sind in Vegas. Sehr schön, sehr schön. Nette Umgebung hier. Alles klar. Der Jackpot ist bei 630.000 Dollar. Nice. Guten Abend und willkommen im Shamal Hotel. Hallo. Falls Sie einchecken wollen, zur Rezeption im Empfangsbereich geht es durch diese Türen. Besuchen Sie unser Casino oder die in der Bar im hinteren Teil. Wir hoffen, Sie genießen Ihren Besuch hier in Las Vegas. Immer. Schönen Tag noch. Danke. Gehen wir einfach mal hier durch diese Tür. Nein, da kommen... Ah, da. Ich würde sagen, da kommen wir nicht lang. Hier an der Rezeption kriegen wir nämlich jetzt noch, ich habe reserviert. Eine Karte Krobes für unser Zimmer. Mal sehen. Ja, genau. Gut, Dr. Krobes. Hier ist Ihre Türkarte. Damit sich unsere Gäste sicherer fühlen, hat jeder Gast mit seiner Karte nur Zugang zu dem Stockwerk, in dem er wohnt. Alles klar. Alles klar. Okay, im Namen des Shamal Hotels und Casinos möchte ich die Erste sein, die Ihnen einen angenehmen Aufenthalt wünscht, Dr. Krobes. Dankeschön. Du könntest sie mir angenehmer gestalten, indem du mir meine Karte gibst. Hi, und ihr habt gedacht, ich mache hier versauten Witz. Bläh, der da Verbrochenes aufwischen, du arme Sau. Okay. Den Ersten werden wir hier gleich unten im Fahrstuhl töten. Wow, 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 das habe ich gesehen, hier. Keine Dings hier. Schere rein, wenn ich bitten darf. Weil da werden wir jetzt diesen Wissenschaftler, oder diesen Genetiker, war es Genetiker, den wir von ihm da ausschalten müssen, quasi... Ach, ich weiß aber nicht genau, wie ich da ins Menü komme. Da ich das selten benutze. Der kommt nämlich da rein und das heißt, wir werden ihn nämlich hier drin töten. Nice. Jetzt warten wir kurz, bis es zugeht. Und dann, ja. Werden wir uns auch schon da oben verstecken. Zack. Ich sagte, zack. So. So gefällt mir das. Alles klar. Stellen kurz unseren Gewehrkoffer ab. Ja, im Grunde wird er jetzt hier von uns erdrosselt. Und die anderen beiden habe ich vor, mit dem Gewehr zu erschießen. Ich hoffe, das klappt natürlich alles so, wie es jetzt in der... Ich habe es jetzt einmal noch hier vor durchgespielt, dieses Level. Und da hat eigentlich alles ganz gut geklappt. Ach, da haben wir ihn. Wir warten, bis wir losgefahren sind. Nicht, dass die Tür noch offen ist. Und halt!
Und hoch mit dir. Schnell, 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 schnell. Oh, das Timing war doch ganz gut. Jetzt kriegen wir seine Zugangskarte. Und stecken mal kurz unser Dings wieder ein. Unser Gewehr lassen wir erstmal hier. Wir nehmen erstmal den Koffer mit und bringen diesen... bringen diesen erstmal ins siebte Stock in unser Zimmer. Weil dann haben wir den Koffer erstmal beisammen. Guten Morgen, mein Herr. Alles ruhig hier, Mutter. Ja, danke schön. Oh, da ist noch ein Polizist. Nur, dass wir den jetzt nicht ganz mit uns rumschleppen müssen. Dann wissen wir auch gleich, wo er ist. Da hier das Zimmer. Erst bin ich beim letzten Mal dahin gegangen, aber da stehen ein paar Schuhe. Das ist mir zu dem Zeitpunkt nicht aufgefallen. Den legen wir mal kurz ab. Ja. Und jetzt, geht der Spaß eigentlich schon los. Jetzt brauchen... Ach, da lang. Genau. Jetzt brauchen wir unseren Gewehrkoffer. Ah. Okay. Geht zu. Sehr schön. So, dass wir auch eigentlich unseren Anzug nicht wechseln müssen. Gewehrkoffer. So, und wieder raus. Hallo. Standen da nicht gerade zwei Cops? Okay, jetzt gehen wir nämlich hier weiter. Dann kommt nämlich gleich etwas. Und zwar sollte hier eigentlich so eine fette Plinse auftauchen. Ah, da. Ich glaube, die... Eigentlich quatscht die uns voll. Hey, Kleiner, du bist doch nicht etwa allein, oder? Na doch. Ich habe keine Begleiterin, falls Sie das meinen. Oh, na, das kann ich ändern. Ich bin auch ganz allein und so einsam. Könnte an deinem BH liegen, die du nicht trägst. 703. Schau doch mal rein bei mir. Und das werden wir dann auch tun. Extra nur für euch. Nein, natürlich nicht. Wir brauchen bloß die fette Plinse. Aber gut, fett ist sie nicht. Sie ist bloß ein wenig deformiert. Und entweder hat sie einen Hüftfehler oder eine neue Hüfte bekommen. Oder was wir eher glauben, sie ist völlig dicht. Hm. Ja. Oh ja, extra nur für euch. Mhm. Wir sollen nicht sagen, dass ihr hier die sexy Szenen bei uns zu kurz kommen. Oh ja, das gefällt euch. Nein. Jetzt macht sie hier den hier Adonis und weg ist sie. Das heißt, wir müssten sie nicht mal irgendwie angrapschen. Und ja, Gewehrkoffer. Jetzt brauchen wir unser Gewehr und schießen den nächsten. Alles klar. Läuft doch. Jetzt hoffe ich nur. Warten wir mal kurz. Kurz auf die Karte gucken. Nee, da ist er noch nicht. Da ist er nicht. Hier müssen wir jetzt... Ah, da kommt er schon. Da kommt er. Das heißt... Er taucht nämlich da drüben jetzt auf. Also quasi. Und dann erschießen wir den guten alten Herrn. Da haben wir ihn. Einfach eiskalt durchs Fenster erschossen. So gefällt mir das. Und, naja, wie soll ich erstmal kurz aus der Sicht wieder raus. Da unten, also beim nächsten Mal will ich hier von hier aus bloß eine Etage tiefer auf den Typen snipern. Und Gewehrkoffer. Bevor die alte Plinse wieder auftaucht. Aufwacht, meine ich. Entschuldigt. Schnell weg hier. Was ist hier los? Nichts. Geh weg.
Oder willst du als nächstes zu ihr ins Zimmer? Du bist ja... Was ist hier los? Gar nichts. Ich bin da einfach nur... Ich bin ihr Arzt gewesen. Ich bin ihr Arzt. So. Jetzt müssen wir ein Stockwerk höher. Ach, verdammt. Und... Genau. Und jetzt müssen wir nämlich den guten alten Scheich anrufen. Damit der auch aufs Dach kommt. Und das werde ich jetzt auch tun. So. Oder wir bringen erstmal die Knarre in mein Zimmer. Genau, das machen wir mal zuerst. Und dann packen wir die da schon mal aus. Dass wir nur noch durchlaufen und ihn wegsnipern müssten. Da haben wir nämlich schon 2 von 3 jetzt glatt. Haben dann zum Schluss den Diamantenkoffer und unseren Anzug und müssen eigentlich nur unser Gewehr hier lassen. Nein, das Gewehr packen wir nachher hier rein. Genau. Alles klar, dann gucken wir mal. Zack. Zack. Und das haben wir auch erledigt. Alles klar. Genau, von hier will ich nachher gut schön eiskalt runtersnipern. Aber da ich das von hier nicht so gut schaffe, klettern wir da rüber. Einfach so. Und vorher legen wir natürlich das Gewehr hier ab. Sehr schön. Auf in den 8. Stock. Da zeige ich euch ein kleines Manöver, das ich bei der vorletzten Runde herausgefunden habe. Sag ich jetzt mal. Also nicht bei dieser, sondern der davor, wo ich das jetzt nochmal alles durchgetestet habe, wie ich mich besser in sein Zimmer schleichen kann. Vielleicht kennen das einige von euch schon, vielleicht einige auch nicht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr sogar vielleicht noch einen besseren Weg kennt. Immer gerne. Ich lerne gerne dazu. So, ach ja, genau, wir mussten... Aber wenn wir jetzt hier lang gehen, stehen da ein Haufen Party People. Und diese Party People wollen wir ja natürlich aus dem Weg haben. Und wir wollen auch kein platt machen. Deswegen, hier ist alles durch. So. Aktivieren wir den Feueralarm. So. Und linsen mal kurz durchs Schlüsselloch. Keine Männer. Jetzt haben wir nämlich nur noch ein kleines Zeitfenster, solange die Alarmglocken läuten. Weil dann kommen die Leute nämlich zurück. Jetzt rufen wir den Scheich an. Oh, und während das durchläuft, können wir eigentlich schon wieder zu uns runter. Und das in einem Eiltempo. Lauf, 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 lauf. Weil jetzt geht's wirklich ums Timing. Und hier rechts rum, genau. Weil links müssten wir außen rumlaufen. Siebter Stock. Schnell, 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 schnell. Puh. Auf geht's, auf geht's. Weil wenn wir ihn jetzt noch glatt gemacht haben, dann wäre das ein richtig guter Lauf. Dann ist es sogar noch besser als der davor. Gebe ich zu. Ich gebe zu, dass ich das Level jetzt schon hier einmal vorher gespielt habe, weil sonst hätte ich das nicht so easy peasy durchgeschafft. Und jetzt warten wir. Warten, dass die Tür zugeht. Und weg ist er. Zack. Huch. Kurz einfach mal raus aus der Sicht. Heute rolle ich das eher aber ganz besonders. So. Waffe verstauen. Sehr gut. Und wir nehmen den Koffer. Wir nehmen ihn einfach nur. Wir platzieren nichts da drinnen. Und ja. Im Grunde haben wir es jetzt geschafft und müssen nur noch das Hotel verlassen. Unten durch das Casino. Ich weiß gar nicht, wie schnell ich jetzt durch bin. So.
Aber es ist auch mal schön, dass ich auch mal gut durchkomme. Also wenn es euch gefallen hat, dass ich diesmal besser durchgekommen bin, spiele ich auch gern das nächste Level weiter vor. Ich spiele das hier immer episodenweit. Hoppla. Jetzt habe ich mich verlaufen. Ja. Genau, da lang. Spiele es immer episodenweise, damit ich eventuell auch auf die Kommentare eingehen kann. Okay. So. Jetzt mal kurz die Karte aufmachen. Wo bin ich? Einmal umdrehen. Zurück. So. Labert er uns voll. Genau, hier war das lang. So, da sind wir wieder. Nehmen den Aufzug. Runter zur Lobby. Na komm. Lobby. Sehr schön. Na, ist doch super. Also ich muss sagen, diesmal bin ich... Was haben wir da? Ein Koffer. Sondermeldung. FBI Interimsdirektor Lawrence Quigley hat die Terrorwarnstufe aufgrund, so wörtlich, verlässlicher Informationen amerikanischer und internationaler Geheimdienste von Gelb auf Orange erhöht. Orange. Interimsdirektor Quigley hat die Amerikaner aufgerufen, ihre Pläne nicht zu ändern, aber so wörtlich, besondere... Heißt er Quigley? So. Alles klar. Das wollte ich mir gerade nochmal anhören. Das habe ich vorher nämlich nicht gehört. Können wir eigentlich an den Automaten was machen? Nein, leider nicht. Schade. Und hier ist auch noch der Ausgang. Und im Grunde sind wir damit durch. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Nein, sehen wir uns noch nicht. Wir sehen uns erstmal noch im Abspann wieder. Und zwar in der Auswertung. Genau, da sind wir schon. Alles klar, insgesamt getötete Leute haben wir 3, abgefeuerte Schüsse haben wir 2, Treffer haben wir 1, nein, Treffer haben wir 2, entschuldigt. Nahkampfkills haben wir bloß 1, ein Unfall, Kopfschüsse 1, schade, ich dachte wir hätten den anderen Kopfschuss verpasst, gefilmt nicht, keine Zeugen. Wir sind ein lautloser Killer. Wir haben 15 Minuten gebraucht, 15 Minuten, das heißt wir haben noch ein bisschen Zeit, uns einfach mal vorzuquatschen. Okay. Ja, da haben wir ordentlich Geld noch dazu gekriegt. Sehr schön. Nein, jetzt habe ich gerade vergessen zu gucken, ob sie unsere Waffen bergen mussten. Okay, das gucke ich mir einfach hinterher beim Schneiden der Folge an. Lautloser Killer gesucht. Was? Ich? Nein, er ist tot. Mohammed bin Faisal al-Khalifa getötet. Die Polizei geht von einem Auftragsmord aus. Einen Auftragsmord. Alles klar. 2 Schüsse wurden durch den Killer abgefeuert. Ja, Profi-Killer, damit der Schall getämpften Waffe. Ja, Magazine, bla bla bla. Scharfschützengewehr. Wir hören außerdem besorgt. Ja, alles klar. Naja. Das war's dann auch schon. Wow. Stadt reagiert auf Terrorwarnung. Ich habe gerade nur das gesehen. Ich dachte, wow. Heaven or Hell. Ich glaube, das hier wird... das war schon die Weihnachtsfeier, ne? Ich glaube, das war die Weihnachtsfeier, auf der wir waren, wo uns... Oder kommt das noch? Ich glaube, das kommt noch hier in einem Level. Alles klar. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wie gesagt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ich irgendwas ändern soll. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Nochmal. Aber bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und viel Spaß.